Hallihallo, ihr befindet euch in Karos einfallsreich im wunderschönen Schwabach. Ich habe heute noch mal ein kleines Urlaubsprojekt für euch. Und zwar dieses kleine Album, wenn man das hier aufmacht. Hupsa, jetzt habe ich mich an der Anhängerkupplung verheddert. Wenn man das aufmacht, dann ist da ein kleines Album drin. Und das faltet sich hier auf wie so eine Ziehharmonika. Nämlich ein Leporello nennt sich das. Und das ist ein süßes, schnelles, einfaches Projekt. Und außerdem konnte ich endlich mal hier meine Alphabest-Stanze und Stempel verwenden. Und auch diesen süßen kleinen Wohnanhänger, den finde ich ja auch sehr putzig. Ja, und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Wir legen das mal ein bisschen beiseite und nehmen uns als allererstes unseren Papierschneider. Und wir brauchen dafür Farbkarton in Grundweiß und ich habe hier ausnahmsweise mal den festen genommen, damit das Ganze ein bisschen mehr Stabilität bekommt. Den ersten Farbkarton A4, den nehmen wir hier für unser Cover und zwar schneiden wir uns da vier Stücke zurecht, die 10,5 mal 10,5 cm haben. Das heißt also, wir legen die lange Seite oben an bei 10,5 cm, schneiden einen Streifen runter. Schneiden noch einen Streifen runter bei 10,5 cm. Und dann teilen wir uns die jeweils in der Hälfte auch nochmal bei 10,5. Gibt uns vier Stücke 10,5 mal 10,5. So. Und wenn wir schon dabei sind, den Rest können wir dann später für die Deko verwenden. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir uns gleich noch einen zweiten Bogen, auch A4, auch Grundweiß, auch wieder der starke. Und den falzen wir zuerst mal, bevor wir schneiden. Da legen wir auch wieder die lange Seite oben an und wir falzen bei 9,5 cm. Dann klappen wir den Arm hier mal aus, noch ein bisschen weiter weichen. Dann falzen wir bei 19 cm, also 9,5, 19 und 28,5. Und dann kann der Arm hier wieder eingefahren werden. Und dann teilen wir uns den Bogen einmal in der Hälfte bei, stimmt gar nicht, Unfug, ich erzähle Unfug. Für die Zeiten, wenn ich wieder Unfug erzähle, unten in der Infobox stehen alle Maße und alle verwendeten Materialien. Nur so zur Info. Also, wir teilen uns die nicht. Wir schneiden einmal bei 9,5 cm ab. Und dann nochmal bei 9,5 cm. Und dann stimmt's. So. Wunderbar. Dann kann der Papier. Schneider fürs erste Mal beiseite. Schon wieder meine Deko hier zerstört, schade auch. Dann machen wir mal erstmal mit den Seiten weiter. Ah, wir brauchen ihn doch noch mal ganz kurz den Papierschneider. Da haben wir noch einen Rest für die Deko für später. Bei einem von diesen beiden Streifen hier, die wir jetzt so schön gefalzt haben, da schneiden wir den letzten Abschnitt hier ab. Ja, also da, wo wir bei 28,5 cm gefalzt haben. Dieses Stück, das schneiden wir hier hinten ab. Wir könnten uns jetzt natürlich den Arm ausfahren und das bei 28,5 anlegen oder wir legen uns einfach hier die Falzrille in die Schneiderille rein und schneiden da einfach runter. So, wunderbar. Das kann auch beiseite. So, jetzt fangen wir an zu falzen. Und zwar ziehen wir unsere Falzen nach. Also hier haben wir ja drei Falzen gezogen. Beziehungsweise hier sind es drei, hier sind es jetzt nur noch zwei, eins haben wir abgeschnitten. Und wir falzen das hier wie so ein Akkordeon, so zickzack. Also einmal nach hinten, einmal nach vorne, einmal nach hinten. Und dann gucken wir auch, dass das alles schön übereinander liegt, dass das alles gerade ist, dass hier die Seiten schön übereinander liegen, alle gleich lang sind. Und wenn wir damit zufrieden sind und das alles gut liegt, dann ziehen wir die Falzen scharf nach. Also hier und auch auf der anderen Seite. So. Okay. Und das machen wir auch hier bei dem anderen Teil. Das sind jetzt nur zwei Falzen, aber auch da die eine in die eine, die andere in die andere Richtung.
gucken, dass alles schön übereinander liegt, dass die Seiten alle gleich lang sind, alles passt. Wenn uns das gefällt, dann falls scharf nachziehen. Naja, mehr oder weniger gerade. Passt schon. Wird nicht schöner. So. Dann muss man das Ganze natürlich irgendwie zusammenfügen. Das machen wir jetzt. Dieser kleine Abschnitt hier, dieser Schnürpsi, den schneiden wir uns jetzt so ein bisschen ein. Also, da schneiden wir so ganz kleine Eckchen weg. Nur, dass es dann hinterher gut beim Zusammenkleben funktioniert. Also, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich habe hier so kleine Keile rausgeschnitten. So. Und dann nehmen wir uns hier unser Leporello und kleben das hier so zickzackmäßig aneinander. Dazu gebe ich hier Kleber drauf und ich nehme den Flüssigkleber, weil dann kann man noch ein bisschen rutschen auf die Lasche. Kleber. Das ist jetzt auch wieder mit Fingerspitzengefühl. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Soll kleben, aber soll nicht überall überquellen. So. Und dann seht ihr hier die Falz. Und ich lege jetzt hier den zweiten Teil von unserem Leporello so an, dass wir zum einen hier oben natürlich bündig sind und auch so, dass man die Falz noch gut sehen kann, damit wir hier noch um die Kurve kommen. Na, das soll sich ja dann später gut zusammenfalten können. Das heißt, da brauchen wir so ein ganz kleines bisschen Spiel und dann gucken wir eben nur, dass wir oben und unten hier schön bündig sind. Und dass das Album dann hier schön gerade zueinander passt. Tut es, wunderbar. Dann können wir hier nochmal so ein bisschen mit dem Falzbein nacharbeiten. Und dann sind die Seiten hier schon mal fertig. So, kümmern wir uns ums Cover. Zuallererst kleben wir uns hier jeweils zwei von diesen Teilen hier, also von diesen 10,5x10,5 Teilen, aufeinander. Das mache ich einfach nur, damit das Ganze ein bisschen mehr Stabilität bekommt. Auch da einfach wieder Flüssigkleber nehmen, großzügig einstreichen und das zweite Teil oben drauf setzen. So, nachdem das quadratisch ist oder zumindest sein soll, müsste das eigentlich gut aufeinander passen. Genau. Einfach schön bündig aufeinander kleben. Damit haben wir hier einfach noch ein bisschen dickeren Karton geschaffen. So können wir umgehen, dass wir für so ein Album, damit es einigermaßen wertig und stabil ausschaut, Graupappe verwenden müssen. Bei Graupappe muss man dann wieder zuschneiden und es geht nicht im Papierschneider so richtig gut. Und ja, deswegen behelfe ich mir hier so ein bisschen und klebe mir einfach zwei Bögen Farbkarton aufeinander. Dann ist das Ganze einfach ein bisschen stabiler und wir sparen uns den Umweg über Graupappe. So. Und natürlich braucht das Ganze auch ein bisschen Deko, dieser Einband. Deswegen habe ich mir da einmal ein Designerpapier genommen. Und zwar ist das, was es momentan im Hauptkatalog für Gastgeberinnen gibt. Für 200 Euro Bestellwert kann man sich ja als Gastgeberin eine Prämie aussuchen. Und zwar, wir beginnen mal gestaffelt mit 10% vom Einkaufswert. Je größer der Partybestellwert wird, desto größer wird dann dieser Prozentsatz auch. Und das ist eben eins davon, eine Prämie davon, die man sich da aussuchen kann. Oh, komm her, ist dieses Papier. Das ist so ein richtig, richtig dicker Packen. Das sind 48 Seiten. Und das heißt Tagtraum. Und da ist eben dieses Motiv drin. Und das fand ich ganz schön. Es hat so ein bisschen Beachy-Anmutung. Das ist jetzt noch ein Streifen. Den hatte ich als Rest noch übrig. Und das geht ganz gut. Geht sich ganz gut auf. Der ist 5 Inch breit. Das heißt, das sind 12,7 cm. Und da schneiden wir uns jetzt zwei Stücke erstmal runter. Und zwar jeweils zwei Streifen von einem Inch. Also von so circa 2,5 cm. Die schneiden wir uns da mal ab. Einmal, zweimal, das ist jetzt leichter als später.
Und dann teilen wir uns diesen Bogen in der Mitte nämlich auch bei 5 Inch, also bei 12,7 cm. Dann haben wir hier zwei Stücke 12,7 mal 12,7 und zwei Stücke 12,7 mal 2,5. Einen von diesen Streifen hier machen wir jetzt noch ein bisschen kürzer. Und zwar den kürzen wir uns auf 9,5 cm ein. So, das ist Rest. Der Rest wird alles verbraucht. Das legen wir hier mal kurz beiseite, diese zwei Streifen. Also ein Streifen 12,7 mal 2,5, ein Streifen 9,5 mal 2,5. Kommt kurz beiseite. Und wir kümmern uns um unser Cover. Da brauchen wir zwei davon. Und wir haben ja hier auch zwei Cover, also passt das ganz gut. Ich mache jetzt mit euch eins und dann schalte ich mal kurz die Kamera ab, weil sonst dauert das hier zu lange. Ich nehme mir einfach so einen Kleberoller und klebe mir hier unseren Rücken, unseren Buchrücken ein. Einmal rundherum. Und ich nehme deswegen lieber den Kleberoller als den Flüssigkleber, weil das Papier, das Designerpapier relativ dünn ist und sich der Flüssigkleber da so ein bisschen durchdrückt. Das finde ich nicht so schön, deswegen nehme ich hierfür einfach mal den Kleberoller. So. Setze ich hier einmal mittig auf und ihr seht, da ist jetzt nicht viel Rand rundherum zum Einschlagen, aber ich finde, es reicht. Was wir nämlich machen wollen, ist, wir beziehen uns hier unser Album oder unser Albumcover mit Designerpapier. So, das klebt ganz gut. Dann gehe ich hier einmal mit dem Falzbein rundherum um die Kanten. Ziehe mir hier wie so eine Falz, weil dann knickt sich später nämlich leichter. Und dann schneide ich mir hier die Ecken ab. Ich bin ja so ein kleiner Monk, ich mache das auch gerne mal mit angezeichneten Ecken, dass die genau exakt gerade sind. Aber ja, damit es schneller geht, mache ich das heute mal nicht. Wir brauchen allerdings, und das ist wichtig, ich hoffe, das sieht man, hier so ein bisschen Luft noch. Also nicht direkt an der Ecke abschneiden, sondern hier so 2 mm Platz lassen. Dann machen wir einmal rundherum. Und dann knicken wir uns hier die Seiten um. Einmal rundherum, wie auch beim Ecken abschneiden. So. Und so. Und jetzt müssen wir es bloß noch ankleben. Dadurch, dass wir hier innen noch mal was draufkleben, wage ich es jetzt mal und gebe dem Ganzen hier ein bisschen Flüssigkleber. Da natürlich auch wieder gut dosiert, so viel, dass es klebt, aber so wenig, dass es nicht wirklich rausquillt auf den Seiten. Und ich fange damit an gegenüberliegenden Seiten an. So, ich mache mit meinem Falzbein drüber, das hier anzukleben. Wie gesagt, bei den Ecken muss man so ein bisschen aufpassen, nicht, dass einem da der Kleber zu arg rausquillt. So, einmal hier und dann auf der gegenüberliegenden Seite. Vorsichtig auf der Seite, nicht zu viel, damit es uns nicht rausquatscht. So. Und auch hier wieder mit dem Falzbein arbeiten und hier gut ankleben. Gut, die zwei Seiten kleben schon mal. Dann gehe ich hier mit meinem Falzbein mit der Nase hier hin und drücke mir hier diese Ecke einfach nur so ein bisschen um die Kurve. Also ich hoffe, man kann das erkennen. Hier nur so ein bisschen reindrücken, damit sich hier die Ecke schön rumlegt. Mache ich auf der anderen Seite auch. Hier einmal rein und hier ja, das Ganze so ein bisschen nach innen drücken, damit wir hier eine schöne Ecke bekommen. Dann legen wir das auch einmal um. So. Und man kann vielleicht sogar noch so ein mehr ab. Okay. Das ist jetzt wieder der Monk in mir, der das Ganze hier perfekt machen möchte. Aber so in etwa, so euch fällt das hier nicht mehr hinterher auf. Und dann da das gleiche Spiel auch wieder
mit Kleber einschmieren. Vorsichtig hier an der Seite. Gerade genug hinmachen, dass es klebt, aber nicht, dass es rausquillt. Und damit schlagen wir hier unser Designerpapier nur um diesen Karton rum. Natürlich hier auf der anderen Seite genauso. Hier mit dem Falzbein rangehen, so ein bisschen die Ecke hier um die Kurve biegen. Auf der anderen Seite auch. Komm, spiel mit. So, und dann hier umklappen und festkleben. Das mache ich jetzt bei dem anderen Teil auch so. Nachdem ihr das jetzt schon gesehen habt, braucht ihr es nicht ein zweites Mal sehen. Deswegen pausiere ich hier ganz kurz und wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin fertig. Ich habe mir jetzt beide Teile hier bezogen mit dem Designerpapier. Und jetzt kann es weitergehen. Ihr fragt euch sicher, was wollen wir jetzt mit diesen Teilen hier noch machen? Die sind für das Innere des Albums bestimmt. Und zwar haben wir ja da, wo wir diese beiden Streifen verbunden haben, hier diese etwas unschöne Kante. Ist jetzt auch kein Weltuntergang. Man kann jetzt auch einfach sagen, ich klebe da Fotos rein, fällt nicht mehr auf. Aber nachdem das sich so schön ausgegangen hat, wollte ich mir das hier eben so ein bisschen verkleiden. Dann nehme ich mir jetzt einmal den längeren Streifen, lege mir den hier einmal um die Seite rum. Schau, dass wir in etwa mittig rauskommen, es ist so circa ungefähr, klappt mir das hier einfach um. Man könnte den jetzt auch irgendwie falzen, vorfalzen oder man klappt es eben einfach rum an der Stelle, wo man es haben möchte. Dann passt es auch ganz genau. So, ziehen wir hier mal gerade und hier auch. Einfach einmal mit dem Falzbein gerade nachziehen. Und dann gibt es hier einfach nur ein bisschen was von dem Kleberoller. So, einmal gut einklebern und dann lege ich mir das hier in die Kante rein. Achso, halt, Moment, gibt es eine Vorder- und eine Rückseite? Also eigentlich mein Kopf weggesprungen. Wir machen es jetzt mal so rum. Auch da wieder darauf achten, dass wir eben nicht zu nah an die Falz rangehen, damit wir da noch gut um die Kurve kleben können. So, das klebt. Und dann klebe ich hier einmal die Öhrchen rum. Gut. Dann nehme ich mir hier den letzten Streifen. Das ist jetzt der mit 2,5 x 9,5 cm. Und mit dem blende ich das hier jetzt einfach. So. Wunderbar. Und schon sieht man nicht mehr, dass hier die Anschlussstelle war. Außerdem ist es noch ein bisschen Deko. Man könnte jetzt natürlich die Seiten hier noch mehr dekorieren, da irgendwelche Sprüche noch mit reinstempeln. Da ist eurer Fantasie natürlich mal wieder keine Grenze gesetzt. Also das könnt ihr gerne gestalten, wie ihr möchtet. Aber nachdem da auch noch Fotos rein sollen, bin ich jetzt da mal sparsam mit der zusätzlichen Deko. Da kann man hinterher immer noch was zufügen, wenn einem da noch ein bisschen was fehlt. Ich ziehe mir jetzt hier nochmal die Falzen einmal gut nach, damit wir unser Album uns später nicht so arg aufspringt. Und jetzt geht es eigentlich nur noch daran, die Deckel dran zu setzen und das Ganze zu dekorieren. Gibt es dann vorne und hinten? Nein, eigentlich auch nicht. Ich nehme jetzt Flüssigkleber wieder und streiche mir eine von diesen zwei Endseiten an. Also Ziehharmonika zusammen. Da kommt Kleber drauf, da kommt Kleber drauf. Und da kommen dann die Deckel drauf. Das ist ja eigentlich relativ selbsterklärend. Also einmal hier Flüssigkleber. Man könnte hier natürlich auch mit doppelseitigem Klebeband arbeiten. Aber ich mag Flüssigkleber, weil man noch so ein bisschen hin und her rutscheln kann.
Und dann setze ich mir das Album hier ohne den Fussel möglichst mittig auf. Und nachdem unser Papier hier auch eine Richtung hat, auch so, dass das Papier nach oben und unten zeigt und nicht nach rechts und links. Okay, einmal hier schön mittig reinsetzen. Boah, das schaut doch ganz gut aus so. Mit dem Falzband nochmal drüber gehen, damit es hier gut klebt. Gut. Dann Ziehharmonika zusammen und Kleber natürlich hier auch auf die andere Seite drauf. Schön bis an die Kante, damit jetzt keine Ecken aufstehen. Und dann nehme ich hier unseren Deckel und setze den jetzt so auf, dass das hier alles schön bündig liegt. Dann noch ein bisschen gerade richten. Wunderbar. Passt, wackelt, hat Luft. Auch nochmal Falzbein dagegen. Unser Grundalbum, schwuppdiwupp, ist fertig. Jetzt möchte man natürlich noch ein bisschen Deko draufsetzen. Also ihr habt ja gesehen, hier ist es bei mir ein Urlaubsalbum geworden. Ihr könnt natürlich jedes mögliche Album draus machen, aber ich finde, zu dieser Jahreszeit passt der Urlaub ganz gut. Und wie gesagt, ich wollte unbedingt hier mal diesen kleinen Anhänger verwenden. Der ist aus dem Stanzformen-Set Weihnachtsbaumverkauf. Muss nicht nur Weihnachten sein. Da ist er drin. Das ist eine Celebration-Prämie. Ab dem 1.7. ist ja wieder Celebration für 2 Monate. Da könnt ihr euch für 120 Euro Bestellwert dieses Set gratis dazu aussuchen. Den kleinen habe ich mir hier schon mal ausgestanzt. Und zwar habe ich den Anhänger in Glutrot ausgestanzt und hier dieses, ja, Deko-Teil hier, das hat so eine Rippenstruktur, hoffe, das kann man im Video erkennen. Was dann hier noch so drauf kommt, das habe ich in Weiß ausgestanzt. Da könntet ihr natürlich ganz gut auch hier den Rest verwenden, den wir da noch übrig haben. Aber ich habe das jetzt schon mal vorbereitet, sonst dauert es zu lang. Und außerdem habe ich mir auch mit meinem neuen Lieblingserhalt den kleinen Vorhang, habe ich auch vergessen, habe ich unterschlagen, habe ich auch ausgestanzt. Genau. Und mit meinem neuen Lieblingsstempelset habe ich mir hier auch schon einmal Urlaub aufgestempelt und ausgestanzt. Und zwar ist es das Stempelset Alpha Best, beziehungsweise das Produktpaket Alpha Best. Da ist nämlich nicht nur das Stempelset dabei, sondern hier eben auch diese, ups, was klebt denn da dran, diese tolle kleine Stanze, mit denen man dann hier diese Buchstaben ausstanzen kann. Genau. Hier habe ich hier noch 2022 dazugefügt. Das machen wir jetzt hier auch noch. Damit ihr das Ganze mal in Aktion seht, wir haben hier ja noch den Reststreifen übrig von unserem grundweißen Farbkarton. Den nehme ich mir jetzt hier einfach mal her. Oh, nee, so rum geht's nicht. Müssen wir so rum aufstapeln. Und dann einmal das Stempelkissen in Sahara Sand. Ist das Sahara Sand? Ja, ist Sahara Sand. Gut. Dann stempel ich mir hier diesen Hintergrundstempel auf. Und zwar natürlich viermal für 2020, logischerweise. So. Oh, der ist nicht schön geworden. Hier nochmal. Wir haben ja hier genug Platz. So, die sind aber jetzt schön. Gut. Das kann wieder weg. Und dann habe ich mir natürlich auch schon hier die 2 und die 0 auf einen Stempelblock gezogen. Und das stempel ich jetzt in Glutrot. Einmal, zweimal, der ist nicht so schön, mit den hier.
dreimal und einmal die 0. Jawohl. Da könntet ihr natürlich, wie gesagt, auch irgendwas anderes aufstempeln, vielleicht auch den Urlaubsort oder was auch immer ihr da eben vorne aufs Album noch drauf bekommt. So, machen wir gleich mal ein bisschen sauber, weil Rot ist ja immer sehr anhänglich. Dann nehmen wir uns unsere Stanze und stanzen uns das Ganze aus. Eins. Zwei. Drei. Und ein viertes Mal. Diese Stanze finde ich auch total klasse. Endlich mal wieder so eine schöne kleine Handstanze. Da fällt bestimmt noch ein bisschen was dazu ein, was man damit noch machen kann. Ah, und das lasse ich mir noch mal ganz kurz da. Und zwar habt ihr hier, da stanzt es ja aus eurem Wohnanhänger hier die Fenster aus. Und natürlich ist es jetzt ganz nett hier, dass der Hintergrund ist ja so hellblau. Das könnte man vielleicht sogar so lassen. Ich möchte aber, dass das wirklich ein durchgängiger Hintergrund ist und außerdem will ich da noch ein Band dahinter fädeln und dann würde man das so durchsehen. Das heißt, ich nehme mir jetzt einfach noch einen Streifen hier von diesem Weiß, schneide mir den in etwa auf die Länge von diesem Wohnanhänger zu. So, passt. Und den male ich mir jetzt noch an. Legen wir mal hier unsere anderen Sachen ein bisschen beiseite, dass die nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Und ich nehme mir hier auch nochmal so ein bisschen Schmierblatt. So, da nehme ich mir einmal den Stampin' Blend in Aquamarin Hell. Und mache mir das hier einfach nur so blau an. Also ohne da jetzt irgendwie irgendwas zu schattieren. Ich male es einfach nur an. Grob. Legen wir es mal dahinter. Boah, schaut gut aus. Und außerdem nehme ich mir auch noch einen Blend in Schwarz, den dunklen. Und male mir hier das Rad an. Da muss ich jetzt auch nicht besonders gut aufpassen, ob ich hier oben irgendwas mit anmale. Weil da kleben wir jetzt eh noch was drüber. Genauso hier bei dieser Anhängerkupplung. Die male ich mir auch in Schwarz an. Das könnt ihr natürlich auch in einem anderen schwarzen Stift machen. Oder auch mit dem Stampin' Write Marker. Würde wahrscheinlich auch gehen. Es ist ja nur so ein kleines Teil. So, und hier den Türgriff. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das blutet jetzt so ein bisschen aus. Den male ich mir auch noch schwarz an. Damit man den so ein bisschen sieht. So, und dann können wir es jetzt zusammensetzen. Also, zuerst mal klebe ich hier hinten so ein bisschen Kleber drauf, um mir hier einmal unser angemaltes Teil dahinter zu setzen. So. Diese Bubbel weg, damit wir nicht ständig dran hängen bleiben. Dann kleben wir hier vorne ja, diese Deko-Elemente auf. Einmal dieses Teil hier unten. Das hätte ich vielleicht auch schon vorbereiten können. Das ist jetzt nicht so spannend. Naja, da müsste jetzt durch. Und das andere Teil. Das Dach obendrauf. So, und hier die kleine Gardine, die kommt auch noch mit rein. Komm, geh her. Die kommt hier innen rein. Man hätte natürlich alles in irgendwelchen anderen Farben noch machen können, aber mir ist da genug Farbe drauf. Ich bin ja immer nicht ganz so bunt, wie ihr wisst. Genau. Und hier diese Teile, da gehe ich jetzt nicht wirklich danach vor und richte die nicht wirklich so richtig gerade aus. Das darf so ein bisschen krumm sein, finde ich. Das gibt dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Schwung, wenn das jetzt alles so
exakt gerade ausgerichtet ist. Und der Vorteil daran ist auch, wenn ihr da nicht so exakt gerade gestempelt habt, dann fällt es auch nicht so richtig auf. Also da darf, es ist ja ein Urlaubsalbum, ein bisschen Spiel ist da dabei. Urlaub. So. Genau. Und unten noch 2022 hin. Habe ich vorhin mal 2020 gesagt? Ja. Ich weiß es nicht mehr. So. Da natürlich das Gleiche. Das muss auch nicht so ganz strikt gerade sein. Das darf auch ein bisschen hüpfen und springen und sich verteilen. Da bin ich jetzt fast ein bisschen weit rüber gerutscht damit. Naja, wir haben ja gesagt, das hat ein bisschen Spiel, ne? So, 2022. So, und in der Mitte kommt noch unser Wohnanhänger hin. Und den setze ich mit Dimensionals auf. Und bevor ich das mache, kommt noch unser Band. Und zwar habe ich mir hier genommen, passend dazu, das feine Geschenkband in Aquamarin. Das passt da, finde ich, ganz gut. Das lege ich mir jetzt hier einmal rundherum. So. Und lass da ausnahmsweise, seid mal nicht so geizig mit dem Band, weil es macht hinterher keinen Spaß. Das soll man ja leicht auf und zu binden können, wenn das zu knapp abgeschnitten ist und ihr dann nicht mehr gescheit binden könnt. Das ist jetzt natürlich schief. Warum ist das jetzt schief hier? Dum, 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 dum. Okay. Wir binden uns hier einfach einmal eine Schleife. Ein bisschen weniger darf sein. So. Dann wissen wir nämlich auch schon in etwa, wie viel Band wir brauchen. Und wenn das Album gefüllt ist, braucht man ja noch mal ein bisschen mehr Spiel hier. Das heißt also, wie gesagt, nicht zu knapp abschneiden. Hier ein schönes Schleifchen lassen. Das ist ganz gut so. Dann schneide ich mir hier die Enden in etwa gleich lang ab. So. Und damit uns dieses Band nicht jedes Mal, wenn wir es aufmachen, flöten geht, klebe ich es mir hier noch an. Dann nehme ich mir jetzt einfach ein bisschen Abreißklebeband und klebe mir da so einen Streifen oben drüber. So, damit das hier gut am Album klebt und nicht abgeht, wenn wir es hier aufbändeln. Und dann kommen einfach noch ein paar Dimensionals. Wenn ich welche finde, machen wir mal oben eins, hier eins und eins hier unten, hier unten. Nachdem ich vorhin da so komisch an meiner Anhängerkupplung hängen geblieben bin und diese weggeruppt habe, schneide ich mir jetzt hier so einen ganz schmalen Streifen hier von der Seite raus. Die dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das kann man ja auch noch gut verwenden. So. Das klebt jetzt natürlich gut und den klebe ich mir hier auf diese Anhängerkupplung drauf. Das ist ein bisschen Gefitzel, aber sonst, die ist ja hier drüben, seht ihr schon, die ist so ein bisschen gefährdet. Dann ist die hier auch gesichert und geht nicht ab. So, Trägerpapier runter. Und dann Trägerpapier runter, haben wir gesagt. Na toll, jetzt geht das Ding wieder mit ab. So ein Dreck. Ah, erschwerte Bedingungen hier. So, aber jetzt. Es klebt gut, nur nicht da, wo es soll. Schauen wir, dass wir diese Kupplung da noch gerade kriegen. Und setzen uns unseren kleinen Trailer hier drauf. Einigermaßen gerade wäre vielleicht auch noch schön. So. Tada. Und unser kleines Album
ist fertig. Natürlich kann man da jetzt noch jede Menge anderes Zeug rundherum dekorieren, was euch halt so gefällt. Aber ich finde, so ist es doch schon mal eine schöne, schnelle Geschichte. Und was ihr dann da noch draus machen wollt, das könnt ihr euch dann selber noch überlegen. Ich finde, das ist jetzt mal eine ganz, ganz putzige Idee. Da kriegt man ein bisschen Bilder schon rein. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch noch ein bisschen erweitern. Also ihr könnt da noch viele mehr Zacken dazwischen reinpacken. Aber so auf diese Art und Weise ist es zumindest mal ein Anfang, eine Idee. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.